Okay, ich kann jetzt natürlich springen, aber ich werde nicht so hoch springen können. Ach, ich bin ja auch so dämlich. Ich bin ja auch so dämlich. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Oh, ob ich das packe? Oh je, okay. Okay. Ah, jetzt verstehe ich das auch mit Tim. Du sollst aber nach rechts springen, nicht nach oben. Oh, gar nicht gut. Höre ich die Viecher hier jetzt noch? Komm, Lara, du schaffst das. Das könnte helfen. Echt jetzt? Cool. Sind die einstellbar oder hat Lara so große Füße? Da oben ist nochmal eine Kletterwand, aber das bringt mir wahrscheinlich nicht viel. Neue Ausrüstung erhalten. Den Rest konnte ich nicht mehr lesen, weil es ja wieder viel zu schnell weg. Da war aber gerade noch was am Blinken. Ja, da wo ich draufstehe, glaube ich, oder? Hallo. Irgendwo hier war jetzt was am Blinken. Jetzt ist es hier am Blinken. Normalerweise ist das auch zum Graben. Der will nicht, dass ich grabe. Na gut. Ja. Kann ich da... Ach so. Doch, da kann ich rüber springen, oder? Springen und drücken Sie X, um am Übergang Halt zu finden. Oh, okay. Okay. Nee, das ist mir ein bisschen... Ach so, da muss ich nach ganz oben. Ah. Komm, Lara. Ich sehe Licht. Nein, 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 nein! Oh, was macht die denn? Warum bewegt die sich denn? Die soll doch nur da stehen bleiben. Lara, ich wollte doch nur gucken. Bist du denn deppert oder was? Also da kann ja... Was macht die denn? Hallo, du sollst nach links gehen. Sag mal. Ist die wirklich so dämlich oder was? Die könnte jetzt theoretisch auch nach links springen, ja, aber dann kommt es natürlich nicht nach oben. Da steht ja, ich soll nach oben springen. Also gehen wir nach oben. Aber dann lass mich wieder los, Lara, sonst werde ich sauer. So, vielleicht hätte ich ja direkt springen müssen. Kann das sein? Ah. Okay, ich hätte direkt springen müssen. Okay, sie kann sich wahrscheinlich nicht so lange festhalten. Okay. Was ist das? Ja. Ich bin jetzt gerade irgendwie voller Anspannung, deswegen kann ich auch nicht allzu viel sagen. So, ach so, da haben wir wieder sowas, okay. Komm, Lara, kletter, los, kletter. Und 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oh Gott, da muss man auch drüber springen, oder was? Oh, das ist euer Ernst jetzt. Oh, das ist nicht euer Ernst. Was macht ihr hier mit mir? Ihr seid doch asozial. Ich krieg hier Schmerzen. Bitte. Nein, 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 Lara, halt dich fest. Halt. Ich dachte gerade, das ist bei uns. Abseilen, okay. Abseilen. Achso, das ist eine Kante. Da müssen wir hin, oder? Okay.
Ja, komm. Ich hab's ja jetzt mittlerweile verstanden. Auch wenn Lara gerade schlecht Schwung holt, aber ich hab's verstanden. Nein! Ey, Lara, du sollst springen, du dämliche Kuh. Geht es noch? Oder bin ich dir zu tief, dass du dich deswegen nicht traust? Okay, sie hat sich ja nicht getraut, weil ich ihr zu tief war. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Okay, okay, okay. Ach, das ist schon wieder so eine Wand. Oh, kann diese Klettertour mal langsam zu Ende sein? Hilfe. Eieieiei. Auf jeden Fall ist es sehr aufregend. Ja. War das jetzt ein freudiger Aufschrei, Lara? Oder war das jetzt ein Scheiß, ich bin gleich tot? Oh mein Gott, da muss man ja richtig drauf achten, was man gerade drückt und was man sieht. Und oh. Okay. Ich muss springen. Das ist der einzige Weg. Dein Ernst jetzt? Werfen Sie mit X Ihre Hakenaxt, wenn Sie springen? Achso, da hinten. Okay. Ja. Ja. Nein, Lara, bist du denn total bescheuert oder was? Jetzt sag mir bitte nicht, ich muss den ganzen Scheiß wieder da hochklettern. Ja, okay, das geht ja noch. Oh. Oh Mann, Lara. Hätte ich mich jetzt einfach nur festhalten müssen. Ich habe gedacht, ich müsste mich da nochmal einhaken. Nee, nee, du sollst nicht springen. Du sollst auch rüberklettern. Mach es so wie eben, Lara. Bis dahin war ja noch alles in Ordnung. Eieiei. Achso, ich muss ja erst hoch, genau. Oh mein Gott. Okay. Ich muss springen. Es ist der einzige Weg. Ja, aber dann spring jetzt auch richtig, Lara. Okay. Also, was ist da unten? Ach, da unten können wir gar nicht rein. Ach, und ich habe gedacht, da könnten wir rein und da... Ach, ich verstehe. Okay, okay. Gut, dann war es jetzt doch mein Fehler und nicht Laras Fehler. Wow. Kletter drüber, Lara. Schrei nicht rum. Oh, oh. Oh, oh. Da bin ich gerade ein Loch vor mir. Achso, das sah nur so aus. Okay. Hier. Warum hakt das hier gerade? Muss ich jetzt hier runterspringen? Ich dachte, wir kommen nach oben raus. Muss ich jetzt schon wieder hier tauchen? Ehrlich? Haben wir hier unten noch irgendwas im Wasser? Oder ich glaube nämlich irgendwie, das war der Weg, den wir schon mal... ach, wir müssen durch das Wasser unten durch, ne? Ja, den wir schon mal hergekommen sind, habe ich so das Gefühl. Okay. Oh, oh, oh. Oh, Lara. Da musst du jetzt aber gut Luft geholt haben vorher. Ja, komm, 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 komm. Weiter, weiter, weiter. Wir gehen jetzt mal auf Risiko. Oh, scheiße. Schon wieder diese miesen Fische. Gar nicht gut. Und hier ist noch eine Kiste. Da oben war aber doch jetzt... Genau, da war eine Luftblase. So, mal schauen, wo müssen wir denn hin? Ach so, schwimme ich schneller. Ah, jetzt habe ich es auch endlich mal gesehen. Okay. Okay, okay, okay. Komm, Lara, schnell, bevor dir die Luft ausgeht.
Die verborgene Stadt hört sich schon mal gut an. Das sind unsere Freunde. Nein. Ach so. Du kannst schon Luft holen. Ach, sehr schön. Haben wir denn hier... Boah, was ist das denn? Haben wir denn hier irgendwas vergessen? Nee, ne? Macht sie jetzt. Lässt du deine Waffen jetzt hier liegen oder was? Oder hast du die jetzt... Die Rebellion lebt. Ja, die Rebellion lebt, genau. Ich wollte übrigens mal anmerken, dass es wirklich eine unheimlich schöne Gegend hier ist. Also auch mit dem Wasser und... gut, mal abgesehen natürlich von dem, was wir jetzt, was uns jetzt da drin begegnet ist. Das war natürlich nicht so schön. Hier gibt es aber auch keinen Schatz oder so, ne? Sieht jetzt nicht so aus. Ein Lagerfeuer. Wir gehen nochmal zum Lagerfeuer. Fertigkeit. Oder Kreaturen, was auch immer sie sind. Es spielt keine Rolle, solange sie dich verfolgen. Von wem sind diese Schnitzereien des Reihers und der Eklipse? Ich muss Unuratu danach fragen. Nach der Wundheilung. Ja, ich kriege es ja noch nicht mal hin, mich im Kampf zu heilen. Okay, also das mit der Ausschaltenkette wäre nicht schlecht. Hat uns natürlich jetzt nicht, oder hätte uns jetzt nicht geholfen in der Höhle. Ja, stellen Sie Lockfallen auf. Ich habe keine Ahnung von Lockfallen. Erhöht Chance beim Plündern von Feinden und Tieren, ja, Pfeilen wieder zu erlangen. Toll. okay, also ich denke mal, dass das mit den auf zwei gleichzeitig schießen jetzt das Beste wäre. So, da habe ich jetzt gerade hinter mir noch was gesehen. Wir lassen die Klamotten auch noch an, solange wir hier noch im Dorf rumhantieren. Guten Tag, ich bin zurück. Keine Panik. Das Blut, was ihr riecht, das ist von mir, aber ich überlebe das schon. Ist da jetzt irgendwas für uns? Da war doch gerade... Die eine ist gelb. Warum ist... Ach so, weil man mit dir reden kann. Ah, okay. Ich habe mal zu Hause einen Fisch gefangen. Im Brunnen. Weil unter manchen Häusern Tunnel mit Wasser sind, sagt Papa. Lustig, was? Nee, lustig ist, dass du als Junge ein Mädchenkleid anhast. Aber okay. Glaubst du, dass große Ereignisse auf einen einzigen Augenblick zurückgehen? Ich schon. Nehmen wir als Beispiel, was jetzt passiert. Hätten Amaru und Sairi während der Hungersnot nicht gestritten und hätte Sairi nicht gegen Amarus Wunsch darauf bestanden, dass er die Sicherheit der Grenze verlässt, um für das Dorf zu jagen? Dann wäre heute vielleicht vieles anders. Denn Amaru fühlte sich schuldig am Tod seines Bruders. Ich war in der Nacht dabei, als sie Sairis Leiche aus der Wildnis brachten. Die Trauer fraß ihn auf. Ich glaube, das war der Augenblick. Amaru zerbrach. Danach übernahm er die Kontrolle über Paititi. Er wollte uns schützen, weil er Sairi nicht schützen konnte. Okay. Da hinten muss ich anscheinend hin. Also gucke ich hier nochmal nach. Das ist voll. Ja, es ist so richtig, dass ich da hin muss. Was ist das denn hier? Das Königshorn mit Kabil sprechen. Aktuelles Einsatzziel. Ja, haben wir denn das Königshorn jetzt überhaupt geholt? Nö. Ja. Okay. Mit dir kann ich nur sprechen. Ein kleiner Rat. Halte dich von der Wildnis fern. Da draußen lauert Gefahr. Näher gehe ich nicht ran. Und selbst dann werde ich dem Dschungel immer nur ganz kurz den Rücken zukehren. Jo. Danke für die Warnung. Kommt aber ein bisschen spät, würde ich sagen. So. Irgendwo in die Richtung. Vater, Vater, komm schnell! Die Ichik! Was willst du? Wir haben jetzt keine Zeit für Unuratus Rebellion. Bist du Kabil? Uchu schickt mich wegen des Königs. Des Königshorns? Den Ruf an die Zukunft?
Sieh doch, was die Zukunft meiner Gegenwart gebracht hat. Geh einfach. Der Kult fand heraus, dass Vater das Horn macht und hat zur Strafe die Pflanzen vergiftet. Mama wurde krank. Mein Bruder Quali sollte auf dem Markt Kräuter holen, aber er ist noch nicht zurück. Das ist furchtbar. Ich versuche, deinen Bruder zu finden und die Kräuter zu besorgen, die du brauchst. Danke. Okay. Eigentlich ist es ja jetzt mehr eine Nebenquest, aber da wir das Ganze ja eben angenommen hatten, würde ich jetzt eigentlich sagen, dass wir das mal eben machen. Es scheint ja hoffentlich nicht ganz so lange zu dauern. Was ist denn? Kukulkans Männer haben Abra vergiftet. Quali wollte die Nietzsche. Verzeihung. Ah, Ishik. Wie kann ich dir helfen? Ich suche Quali, den Sohn von Kabil. Oh, der arme Junge. Chimai, einer von Kukulkans Männern, hält ihn oben am Markt in einer Zelle fest. Na toll. Jetzt wartet er auf den Au wegen der Strafe. Danke. Alles Gute, Ishik. Okay. Darf ich hier mal drücken? Ja, okay. Also, einigermaßen rechts von uns. Ich schätze mal, dass wir wohl hier hoch müssen. Ah, wird noch hinten, glaube ich, hochgekommen. Hatte ich mit dir schon gesprochen vorher? Weißt du, was in dieser Stadt fehlt? Liebe. Früher hing sie in der Luft wie der Duft von Hibiskus. Der Duft verschwand mit dem Tod von Unuratus Mann Sairi. Ihre Liebe war ansteckend. Wo immer sie hingingen, hielten sie Händchen. Sie kauften an einem sonnigen Tag wie heute gemeinsam auf dem Markt ein. Und wenn sie vorbeikamen, wurde alles heller. Ich habe nie zwei verliebtere Menschen gesehen. Wenn die ganzen Kämpfe erst vorbei sind, kehrt vielleicht der Duft von Hibiskus zurück. Das ist ja schön, aber warum redest du von Liebe, wenn du gerade mit deinem Bein, mit deinem Kopf zwischen meinem Bein hier rumfummelst? Ich bin etwas verwirrt. Das sieht aber gut aus. Das ist auf jeden Fall irgendwo hier oben. Mieser Dieb, du solltest doch den Mund halten. Hatte ich mit dir schon gesprochen? Hallo? Ishik, wunderbar. Noch mehr unerwünschte Aufmerksamkeit. Was willst du? Ich möchte Quali helfen. Den Dieb? Du kommst zu spät. Er wurde zum Tode verurteilt. Wegen eines Diebstahls? Als Bestohlener siehst du das anders, Fremde. Okay, danke für die Information. Wie auch immer. Ist das jetzt dein Ernst? Ich laufe den ganzen Weg und höre mir dann an, dass du den zu Tode verurteilt hast? Hier unten irgendwo? Moment, hier ist noch was. Hallo, Ishik. Mein Laden ist geschlossen. Es gab einen Vorfall. Ich möchte Quali helfen. Der arme Quali. Er war hier, hat Kräuter für seine Mutter gestohlen. Hätte er doch gefragt, ich hätte geholfen. Was ist passiert? Die Wache stand da und hat's gesehen. Auch wenn ich was gesagt hätte. Leugnen war zwecklos. Jetzt statuieren sie an ihm ein Exempel. Danke. Mädel, frag doch einfach mal, ob sie auch noch Kräuter für dich hat. Durch? Ja, was dann? Nee, hier links. Halt. Bin ich jetzt auch ein Dieb, weil ich jetzt hier die Dinger mache? Moment, hä? Ach, er ist das, okay. Was mache ich jetzt mit dir? Ich will doch mit dir reden. Kann ich mit dir reden? Hallo? Ich will nicht kuscheln, ich will reden. Ist das nicht hier? Dein Ernst jetzt? Ja, toll. Ah, hier. Okay. Ein Kräuterdieb. Ist bestimmt sehr gefährlich. Heute ein Diebstahl, morgen ist es ein Mord. Ein großer Sprung, findest du nicht? Willst du wirklich wissen, was ich denke? Wir sollten die kleinen Ratten alle zusammentreiben und ertränken. Jeder einzelne. Vor allem Jomil. Sein Vater mag eine Schlangenwache sein, aber er nicht. Okay. Der ist hinter mir. Der Dieb muss bestraft werden. Los, jetzt triff es.
Daneben. So? Hallo. Hey, du bist Ishik von den Fremden, stimmt's? Ja, freut mich, dich zu treffen. Wow, cool. Ich bin Yamil. Was ist denn das für ein Spiel, Jungs? Es ist kein Spiel. Mein Vater ist eine Schlangenwache, ein Priester. Ich habe sein Messer genommen, um es meinen Freunden zu zeigen. Und Shimai hat's gesehen. Shimai weiß, was mein Vater mit mir machen würde und hat das Messer darauf geworfen. Er steckt fest. Oh, vielleicht kann ich was tun. Wow, wirklich? Danke. Okay, was habe ich denn jetzt in der Hand hier? Achso, das ist mein Bogen. Ah, okay. Wo ist denn das Messer genau? Hier auf dem Dach drauf, okay. Kann ich da links hoch oder komme ich da auf der Seite? Ja, Entschuldigung. Ich will nur gucken, dass ich das Messer holen kann. Aber ich glaube nicht von dieser Seite aus, oder? Hm. Das Messer beschaffen. Wieso ist das jetzt hinter mir? Ich denke, das ist auf dem... Was ist das? Ah, Moment. Ah. Ach, hier ist das Messer drauf. Oh. Okay. Guten Tag. Kann ich jetzt mit dir reden? Danke, Ishik. Gern geschehen. Hey, Moment mal. Die Erwachsenen hier verjagen uns immer. Du hast uns geholfen. Was willst du? Ruhe, ich rede mit ihr. Gut. Was willst du, Ishik? Also, können wir zum Dank irgendwas für dich tun? Ich möchte Kuali helfen. Du kommst zu spät. Er wurde zum Tode verurteilt. Wir können nichts tun. Und Chimaye, die Wache, hasst dich. Würde Chimaye dich verfolgen, wenn du ihn ärgerst? Warum? Wenn er nicht auf seinem Posten ist, kann ich zu Kuali. Klar, das ist gut. Oh, sag Kuali, wir treffen uns in der Höhle. Er weiß, wo das ist. Dort ist es sicher für ihn. Mach ich. Gehen wir. Asto, Raimi, mir nach. Samin, du deckst uns. Und danach zur Höhle. Zurück, Ishik. Wir machen dir den Weg frei. Chimai, du Feigling. Du wirst als Sklave enden. Jetzt sieht so süß aus mit den Hackpopöchen da drin. Ja, und Lama-Köttel sind köstlich. Lauf, lauf! Entschuldigung. Der Dieb muss bestraft werden. Bitte, es waren nur Kräuter. Bitte, ich arbeite... Dein Bruder hat mir von dir erzählt. Wer bist du denn? Jemand, der helfen will. Ich habe das alles doch nicht gewollt. Ich wollte nur, dass meine Mutter wieder gesund wird. Wo sind die Kräuter? Gib sie mir. Ich heile deine Mutter. Geh, deine Freunde warten in der Höhle auf dich. Danke. Hier sind die Kräuter. Ich renne so schnell ich kann. Aber nicht hinfallen, ne? Haben wir hier irgendwas? So, zurückkehren. Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt irgendwie völlig die Orientierung verloren. Aber ich laufe schon in die richtige Richtung. Das ist gut. Ach so, bei ihr waren wir vorhin. Genau. So. Dann heilen wir deine Mama. Die war es, glaube ich, ne? Sagte ich nicht, du sollst gehen? Kuali ist sicher und ich habe die Kräuter für deine Frau. Wirklich? Und willst du sie damit heilen oder um das Königshorn feilschen? Hier, die helfen dir. Sei gesegnet, Ishik. Kabil, du benimmst dich furchtbar. Gib ihr das Horn. Hier, mit Respekt für den künftigen König. Danke für einfach alles. Danke. Moment, das ist ja doch. Wieso sagt die denn sogar noch? Dass der in Sicherheit ist, dann weiß sie das doch. Oh, Moment, da muss ich jetzt... Ach so, brauche ich jetzt gar nicht das... Ach, da oben. Ahaha. Okay, sein Zuhause. Dann würde ich sagen, dass wir dann unterwegs nochmal zum aktuellen Eingangsziel rübergehen.
Und haben wir die ganzen Quests hier schon erledigt? Nee, ich muss noch zwei Federn hier suchen. Ja gut, das machen wir dann später. Okay, also erstmal geradeaus übers Wasser. Da ist doch schon ein Weg. Hier würde ich mir jetzt wünschen, dass wir einfach so ein Pferd dabei hätten oder so ein drüber reiten könnten. Ich habe gesehen, dass man das in... Habe ich mit dir schon gesprochen? Pisco hat meine Würfel, das weiß ich. Hoffentlich holst du sie zurück. Ja, das werde ich tun. Aber erst nachdem ich die Hauptgeschichte zu Ende gemacht habe. Tut mir leid. Mit dem hatte ich auf jeden Fall schon gesprochen. Lara, das weiß ich. Falls du mich hörst. Ich bin hier. Wir sind nicht bei Onuratu, sondern in einer Höhle in der Nähe. Am Eingang sind ein Reiher und eine Eklipse. Bin unterwegs. Ein Reiher und eine Eklipse. Sag doch einfach, guck auf die Karte, da sind wir dran. Ich denke nochmal, wir müssen nach ganz oben. Warum ist das jetzt so komisch eingezeichnet? Ach so, Moment, ich bin ja direkt in der Nähe. Aber muss ich jetzt von unten daran oder muss ich jetzt... Weil er hat ja von einer Höhle gesprochen. Ah, genau. Jetzt konnte ich es nicht mehr sehen. Aber einen Reiher habe ich jetzt, glaube ich, nicht darauf gesehen. Ist das die Höhle, wo ihr drin seid? Hallo? Oh ja. Vielleicht können sie uns unterstützen. Hast du sie? Es war eine Falle. Die Schatulle war schon weg und... Onuratu wurde gefangen genommen. Schon gehört. Wir arbeiten einen Plan aus. Sie halten sie im Gefängnis beim alten Tempel gefangen. Hakan hat dort angegriffen und sitzt jetzt auch dort. Wir greifen die Brücke an, die zum Gefängnis führt. Ziemlich aggressiv. Ich könnte hier hochklettern, sie befreien und dann das Zeichen zum Angriff geben. Könnte funktionieren. Ätzli erkundet den Tempel im oberen Teil der Stadt. Er findet einen Weg rein. Ich rede mal mit ihm. Die Verstärkung ist bereit, sobald ihr draußen seid. Klingt gut. Ui. Für Stärke und Sicherheit. Vielen Dank. Lara. Ich werde sie da rausholen. Ich weiß. Ja, cool. Glaubst du das wirklich? Der große Sinchichiqua und der Schild des Ehrenschöpfers. Die Ehrenschöpfer, danke, dass Sie die Säule gekauft haben. Eine neue Mission erwartet Sie in Paititi. Ergründen Sie die Geheimnisse der Säule. Sie können im Nebenmissionenmenü auf diese Mission zugreifen. Ich wollte eigentlich nicht springen, warum? Wenn ich das A drücke. Du solltest dich hören. Das ist aber es sieht ja schon irgendwie cool aus. Also die Maske sieht irgendwie scheiße aus, aber der Rest sieht ja schon krass aus. So, jetzt gucken wir mal eben, weil eigentlich müssten wir ja noch das Horn in die Schädelhöhle bringen. Theoretisch könnte ich das ja jetzt machen, weil mein... Ja klar, mein Einsatzziel ist unten, okay. Dann rede ich mal eben mit denen. Lara. Ja? Ich bin Koryanka. Onuratu hat eine hohe Meinung von dir. Ich habe den Weg zur alten Kaserne freigemacht, als Ätzli gefangen war. Du warst auch daran beteiligt. Wir sind Schwestern derselben Sache. Ah, verstehe. Deine Tätowierung, bist du... Ich bin eine Geschorene, ja. In einem früheren Leben. Vor Amaru. Als wir für etwas anderes standen. Er hat meinen Orden für seine Priester aufgelöst. Nur ich bin noch übrig. Aber ich habe geschworen, im Kampf nie zurückzuweichen. Darum trage ich nun die Farben der Rebellion. Ich unterstehe Königin Onuratu. Nun, ich bin mit dem Ruf der Geschorenen durchaus vertraut. Historisch betrachtet. Sehr erfreut. Du bist zu freundlich. Ihr habt über Kaiser Sinchichiqua gesprochen. Ja, den ersten Kaiser von Paititi. Er war Onuratus Vorfahre. Er hat diese Ära gemacht, mit allem. Allem, wofür wir jetzt kämpfen. Ich habe noch nie von diesem Schild gehört, der... Der Schild des Ehrenschöpfers.
Die Rebellion braucht ihn als Beweis, dass Unuratu diejenige ist, die Paititi in die nächste Ära führt. Auf dem Schild steht das Ritual der Priesterweihe. Das Ritual macht Unuratu zur nächsten Ehrenschöpferin. Nur sie darf das Schicksal erschaffen. Nicht dieser falsche Gott Amaru. Und wo ist der Schild? Versteckt. Tief im Berginneren. Hinter dem Pfad von Hurakan. Dem Pfad von Hurakan? Das ist eine Prüfung. Für alle, die den Schild suchen. Hast du es schon versucht? Das war vor Etzlis Verhaftung meine Mission. Leider musste ich umkehren. Seit seiner Rettung weiß der Kult, dass wir etwas planen. Ich trainiere unsere Kämpfer. Der Schild muss warten. Doch wenn wir zu lange warten, könnte Amaru ihn zuerst holen. Und Unuratus Anspruch wäre dahin. Mit dem Schild kann Amaru Paititi mit einer Geschichte seiner Wahl ein- und sich selbst zum Ehrenschöpfer erklären. Er schafft die Welt neu, wie er sie will. Ja. Das darf nicht sein. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Das da drüben bei Uchu ist mein Freund. Er heißt Jonah. Ich kontaktiere ihn, wenn ich was finde. Ich bleib in seiner Nähe. Danke, Lara.